Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play auf Remastered. Wir spielen heute The Vanishing of Ethan Carter. Wie ich finde, ein sehr schönes Spiel. Ich habe mich leider schon ein wenig gespoilert. Und ich habe auch, wie man sieht, da oben steht Fortfahren, schon die ersten paar Sekunden mal angespielt, um so die Settings zu testen. Das ist jetzt mein erstes Let's Play hier auf dem Channel und im Generellen. Deswegen verzeiht mir ein paar kleine technische Fehler. Ich versuche sie so weit auszumerzen, wie es geht. Ich hoffe, das Audio ist jetzt auch gut. Da hatte ich meine kleinen Probleme mit. Ja, die Anfangssequenz habe ich schon angespielt. Das heißt, da überrascht mich noch nicht so viel. Aber im weiteren Verlauf des Spiels weiß ich noch nicht wirklich, was abgeht. Und deswegen würde ich doch mal sagen, werden wir ein neues Spiel anfangen und uns mal überraschen lassen. Also, The Vanishing of Ethan Carter, für jeden, der es nicht kennt, ist ein Knobelspiel. Es gibt sehr viele Rätsel und ich weiß echt noch nicht, was mich von der Story-Seite her so komplett erwartet. Ich habe ein paar Screenshots, ein bisschen was gelesen, aber sonst auch nicht viel. Dann ein neues Spiel. Ja, ich möchte meine vorherigen Änderungen überschreiben. Ethan Carter, I didn't know, but he knew who I was. When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. If you're a kid like Ethan, you're right. Plenty do. Ethan's letter started out just like any other fan mail, but soon there were mentions of things no little boy should know about. There are places that exist that very few people can see. Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me. So, dann sind wir jetzt auch schon in der Spielewelt angekommen. Also, The Vanishing of Ethan Carter ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Wirklich. Es hat mich schon das erste Mal, als ich es gesehen habe, wirklich vom Stuhl gehauen, so ein bisschen. Hier vorne ist der Tunnel, aus dem wir gekommen sind. Das habe ich beim ersten Anspielen auch schon mal getestet. Man kann da durchlaufen. Und ich werde das jetzt auch einfach mal tun. Weil ich einfach so ein bisschen, weiß nicht, interessiert daran war, was dahinter passiert. Ob es da überhaupt weitergeht. Aber es wird nämlich feststellen werden. Ich dachte hier auch erst, das geht nicht weiter, aber es geht weiter. Er wird größer, der Ausgang, und er wird größer, und er wird größer. Und schlussendlich müssen wir feststellen, dass... wir genau wieder rauskommen, wo wir angefangen haben. Ja, das Spiel hat so ein bisschen magische Elemente, wenn man das so nennen darf. Ich würde mal sagen, wir haben so ein bisschen übernatürliche Kräfte. Und, genau. Wir können Sachen fühlen. Und dann setzen sich langsam Puzzleteile zusammen. Und diese Puzzleteile müssen wir uns nach und nach zusammensuchen. Diese Falle ist nicht die einzige, die hier im Wald versteckt ist. Wie man sich es schon vielleicht denken konnte. Wo ist denn die nächste? Hier unten. Da. Können wir auch dafür. Die gesprochene Sprache, die Sprache kann man nicht auf Deutsch umstellen, leider. Sonst hätte ich das getan. Auch wenn ich die englische Stimme schon echt sehr, sehr geil finde. Aber dafür habe ich die Texte auf Deutsch gestellt. Dass man wenigstens sozusagen, wer kein Englisch kann, da das mitkriegt.
um was die Story geht. Das sieht so aus, als würden wir ein Schlachtfeld zusammensetzen oder so. Tote Knochen. Wow. Knochen. Tote Menschen. Das ist die nächste Falle. Ich frage mich auch, wer stellt bitte diese Fallen hier im Wald auf? Das ist echt. Ne, da sieht man es. Hier die unteren beiden Stücke hatten wir ja schon am Anfang. Das sieht schon echt wie ein Schlachtfeld aus. Skelette und sowas. Guck mal, wo ist denn hier die Levelgrenze? Hier anscheinend nicht. Hier geht es anscheinend weiter. Wie war teilweise. Also ich weiß schon, dass es da hinten irgendwo schlussendlich weitergeht. Aber wo sind wir denn hier angekommen? Steine. Also, ich muss ja ehrlich sagen, das erinnert mich schon so ein bisschen an diese Erscheinungen, die wir da gerade hatten. Hier irgendwas? Nicht. Also wir können auch sprinten, wir können aber nicht springen. Okay. Also ich habe natürlich schon ein bisschen angespielt und ich weiß, dass es hier noch was zu finden gibt. Ich weiß gerade nur nicht mehr, was das war. Da ist noch eine Falle im Wald. Könnte es noch eine Falle im Wald gewesen sein? War wahrscheinlich eine Falle im Wald. Also hier geht es weiter. Bitte um den Baum herum. Es ist unglaublich, wie schön dieses Spiel ist. Wetter. Es raubt mir jedes Mal den Atem. Auch wenn ich es nur einmal eingespielt habe, raubt es mir jetzt nochmal den Atem. Ja gut. Falle. Hier war doch noch was. 1, 2, 3. Na. Das Schlüsselelement fehlt so ein bisschen, ne? Wir haben hier hinten eine Falle, wir haben da eine Falle. Da eine Falle. Es fängt ja schon mal gut an, wenn ich an diesem Rätsel schon scheitere. Das kann ja nur besser werden. Wow. Ja gut. Das war dann wohl die letzte Falle. Ich sollte vielleicht erwähnen, dass ich eine sehr schreckhafte Person bin. Und wie ich schon vermutet habe, es ist wirklich hier vorne. Die Knochen liegen hier rum, Schädel liegen hier rum, Asche, wenn ich das richtig sehe. Aber es hat sich wirklich nur dieser Bereich hier vorne verändert, glaube ich. Hier hinten sieht alles wieder normal aus. Und die Fallen sind weg. Und sie erschrecken mich nochmal. Super. Es fängt ja schon mal sehr gut an. Dann lesen wir doch mal, was hier geschrieben steht. Tag für Tag kam ein alter Mann in den Wald, um Saft von den Bäumen zu trinken. Um dorthin zu gelangen, musste der alte Mann an vielen gefährlichen Fallen vorbei. Okay, das erklärt vielleicht, warum wir gerade die Fallen gehen müssen. Die Dorfbewohner glaubten, dieser alte Mann wurde ein Jade Amulett im Wald verstecken. Doch der alte Mann wollte, dass die Dorfbewohner das glauben, denn so würden sie im Wald nach einem Schatz suchen und nicht seinen Saft trinken. Na gut, das halte ich, naja, ein bisschen kontrovers, ne? In einer kühlen Herbstnacht legte jemand ein Feuer im Wald, das sich bis zum Dorf ausbreitete. Der alte Mann entkam dem Feuer, indem er sich mit Saft bedeckte.
Als er zum Dorf zurückkehrte, fand er nur noch die Knochen der Dorfbewohner. Der alte Mann setzte sich hin und weinte. Dann fand er noch mehr Saft. Ethan, I told you, you can't be here. But Gramp, I wrote something for you. That's real nice. Thank you. Just leave it. I'll read it later. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wer der alte Mann sein soll. Vielleicht. Es könnte sein, dass. Oh, es hat sich alles wieder verändert. Okay. Jetzt haben wir ein Lagerfeuer. Ich lese mal das zweite und dann überlege ich nochmal. Okay. Textanzeigen. Ein Toter bei Hausbrand von Jeff Jurmu. Okay. Bayfield County. Mittwochmorgen wurde ein historisches Haus in Red Creek Valley durch ein Feuer beschädigt. So die Feuerwehr von Bayfield County. Eine sechsköpfige Familie schlief, als der Brand in dem abgelegten Haus in 46 Old Hodgson Road in Creek Valley ausbrach, das früher Albert Vandegrift gehörte. Gail Carter, 58, wurde noch am Unfallort für tot erklärt. Carter. Das ist der Vater? Die übrigen Familienmitglieder entkamen. Carters Ehemann Edwin, 62, erzählte den Ermittlern, er sei womöglich mit einer angezündeten Zigarette in der Hand eingeschlafen. Ach, Gail ist sie. Oh. Ich dachte gerade, Carters Ehemann. Ist Gail eine Frau? Nee, er. Er sei Carters Ehemann. Ah, ein schwules Pärchen anscheinend. Feuerwehrleute wurden um 1.22 Uhr zum Unfallort geschickt und verblieben dort bis Mittwoch um etwa 5 Uhr. Vier Stunden später kehrten sie zu dem Anwesen zurück, um Glutnässe zu löschen, die wieder entfachten. Okay, ich sollte vielleicht meine Steam-Benachrichtigung ausstellen. Sehr toll. Nee, da gab es noch eine zweite Seite, glaube ich. Ah! Nach hitziger öffentlicher Anhörung noch keine Antwort für Vandegrift Erbe von Tom Orton. Bayfield County. Mitglieder der Familie Vandegrift versammelten sich heute erneut im Gericht von Bayfield County, um über das Vandegrift-Vermögen zu verhandeln, das seit 1961 treuhänderisch verwaltet wurde. Als Albert Vandegrift im Alter von 71 Jahren bei einem Grubenunglück ums Leben kam, die Nachwirkungen zerstört beinahe Vandegrift Industrial und schadeten der lokalen Wirtschaft schwer. James Vandegrift, 38, aus Chicago, behauptet, die Ansprüche seines Vaters wären unverschämt gewesen. Und viele Vandegrift-Familienmitglieder hätten persönliche Gründe, nicht in Red Creek Valley auf dem Vandegrift-Anwesen zu leben, wie im Testament des älteren Vandegrift festgelegt. Das Feuer hat bei dem Vandegrift, hat bei dem das Vandegrift. Ne? Also es gab einen Brand und es geht um ein Vandegrift. Grundstück. Ich bin nicht so gut im Story zusammenhalten. Sollte mir wahrscheinlich eigentlich Notizen machen. Aber ich meine, das war's mit dem Teil hier hinten. Das Spiel ist einfach wunderschön. Diese Brücke ist halt einfach. Also wie lange war? Creek Valley seemed like a quiet, ordinary place. I've learned two things in my life. No place is truly quiet, and nowhere is really ordinary. Ethan warned me about that. Warned me not to be fooled by what I saw here. He didn't need to worry. I'd worked dozens of cases, hundreds. This would be my last one. Already I knew that. Also, wir sind der Detektiv, der jetzt anscheinend in Rücksicht davon berichtet, was er hier erlebt hat. Es ist so wunderschön. Ich würde nur gerne herausfinden, wie wir mit Ethan Carter und so zusammenhängen.
Es scheint ja, dass Ethan Carter irgendwie unter unser Auftragsgeber ist. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich habe hier gerade. Wir haben eine schwebende Planke. Nur um es mal klar zu machen, wir spielen hier gerade die Redux-Version, das heißt, die hat schon sehr, sehr viele Bugfixes. Diese Holzplanke schwebt hier trotzdem noch in der Luft. Sehr schön. Ich werde mich hier mal kurz ans Wasser stellen und mal einen kurzen Cut machen und meine Steam-Benachrichtigung ausstellen. Ich habe Kabel im Kopf hängen. Dann stelle ich mich hier hin. Oh, kann suchen. Gut. Und ich glaube, wir kommen da hinten sogar hin. Also es sieht sehr danach aus. Diese Geräusche sind nicht gut. Naja. Kurzer Cut, bin sofort wieder da, muss nur eben meine Steam-Benachrichtigung ausschalten.